Meine packe ich jetzt auch mal noch mal hier rein. Muscheln. Hier, das kann hier auch noch mit rein. Genau wie das. Dann haben wir das Gold. Ist aber jetzt alles uninteressant. Wir hauen jetzt hier alles voll. Hier war was Questrelevantes. Okay, ist hier auch noch etwas, was hier so noch reinpasst? Irgendwelche Blümeleins. Ihr seht, da ist hier einiges, was da zu verkaufen geht. Bei den schwarzen Steinchen, die werde ich nicht verkaufen, weil wenn ich wieder irgendwelche Zaubertränke mache, sind die echt cool, weil dann kann ich mehr abbauen innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ich hatte ja gehofft, dass ich diesen Verkaufsstand, der da steht. Spiel? Spiel? Bist du noch da? Ja, bist du noch da? Ja, ist es noch da. Der Verkaufsstand, den ich da hingebaut habe, ich dann auch was verkaufen kann. Aber nein, ich kann diese Gülle kaufen, die ich sowieso hier bei jedem Steinabbau in Unmengen bekomme. Kohle, Steine, Holz. Der Müll liegt ja überall Oh. rum. Verkaufen. So. Hier, nein, und auch da. Ja, wir müssen jetzt hier ordentlich loswerden. Meine Verschenketour, die geht ja auch mal wieder irgendwann weiter, aber erstmal brauche ich die Kohle. Das ist ja ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, genau. Außer die questrelevanten Sachen, die gehen mal wieder nicht raus. Aber es ändert sich ja eh immer von Mission zu Mission. Und dann will der etwas, was er eigentlich selber schaffen könnte, dann will der andere was. Die sind ja alle selber nicht in der Lage, irgendwas hier irgendwie selbst auf die Beine zu bekommen. Kannst du mal für mich aufs Klo gehen? Das ist ganz Also, dringende Quest. bei Merlin hätte ich ja noch verstanden. Merlin ist ja schon etwas älter, dass der nicht so schnell vorwärts kommt und dass der nicht so schnell mitdenkt, dass er überhaupt noch denken kann, ist eher unwahrscheinlich. Aber die anderen, die. Gut, Donald Duck, muss ich nicht zu sagen, der ist eben auf Speed. Bei dem habe ich echt das Gefühl, der hat irgendwie so eine geistige Beeinträchtigung. Okay. Aber alle anderen sollten doch das alles hinbekommen. Ja, Donald Duck, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein kleines Kind. Das haut sich auf den Boden, zappelt erstmal zehnmal rum, so nach dem Motto, ich will, ich will, ich will. Und dann steht er wieder auf und ist glücklich und macht weiter. Mit was auch immer. Gut. Nee, das ist questrelevant. Das lasse ich drinnen. Das geht raus, das. Smaragd. Ich habe das Gefühl, dass ich den Smaragd noch einmal brauche. Ich habe so ein dunkles, ganz, ganz dunkles Gefühl, dass der Smaragd noch einmal wichtig sein wird. Erstens, weil man die sehr selten findet in dem Spiel. Und zweitens, weil hier ein Dagobert rumläuft, der immer irgendwas mit irgendwelchen besonderen Glitzersteinen hat. Das ist die Elster von Neuruppin. Wie kommt man denn jetzt So. da lang? Muss der verdammte Thron sein? Ja. Machen wir mal so, machen wir so. Alles muss raus. Es ist so ein Ausverkauf hier. Moneten müssen her.
Dann dürfte das Boot ja eigentlich gleich fertig sein. Dann müsste ich wieder echt spielen, damit ich hier jetzt mal wieder Kohle reinkriege. Ey, ich habe hier so viel Kohle im Spiel verschwendet. Das ist nicht normal. So, auch hier. Und verkaufen. Super. Jo, mach mal. So, dann gehen wir jetzt noch verkaufen. Genau, verkaufen. Was will die eigentlich schon wieder von mir? Ich helfe gerne. Jetzt braucht die Alte schon wieder Hilfe. Findest du deinen Tampon nicht oder was? Meine Güte, Friedensstifter. Was willst du denn jetzt schon wieder? Bereite diese Gerichte vor. Für Maui vor. Sind nicht mit die und ihre Eheprobleme. Meeresfrüchte. Meine Güte. Sucht euch doch ein Zimmer. Und treibt Frieden. Okay. Jetzt müsste es aber endlich mal durch sein. Immer noch nicht. Einsammeln. Okay. Hier kann man Fische sammeln. Das ist super. Jo, ich mache jetzt mal aus. Die nächsten Sachen werden wirklich hier einsammeln, einsammeln, verkaufen, einsammeln, verkaufen, Freunde, Freundschaftsdinger machen und dann Freunde geht. einsammeln und verkaufen. Ja, genau, Freund einsammeln und verkaufen und dann komme ich wieder zu den Missionen, weil ich muss erstmal, wie gesagt, die Kisten hier vollhauen. Am besten ich haue schon die Steine ab und verkaufe die Steine, diese Glitzersteine wieder. Und dann kriege ich wieder relativ schnell relativ viel Kohle. Wie viel Dreamlights habe ich eigentlich? Kann ich es mir leisten? So. Auch hier. Verkaufe zwei Fische. Kriege ich auch noch voll. Ich verkaufe noch einen Fisch und dann haben wir wieder genug Bonuspunkte hier. Dann werde ich mir mal für diese Spitzhacke besonders so einen Zauber machen. Verkaufen. Hier ein Fisch. Und Bananen. So, hast du wieder Kohle. Okay, und da haben wir gleich den nächsten Punkt. Hier zum Beispiel wieder 150. Das ist mal nicht viel, aber auch Kleinscheiß macht Vieh. Sag mal bitte nochmal. Ist egal. Habe eine tägliche, keine Ahnung, jetzt, meine Güte, habe eine tägliche Diskussion. Die quatschen wir mal rein. Eine tägliche So. Diskussion hast du doch. So. Etwas bauen. Etwas putzen. Etwas angeln. Etwas kochen. Weißt du, vergiss es einfach. Komm, tschüss. So schnell geht das. Man quatscht die Leute einfach voll. Bringe zwei Geschenke. Baue fünf Gemüse an. Bereite ein 5-Sterne-Gericht. Das sind so Sachen, die, ja, die macht man dann so nebenbei. Sammeln. Ernte Kirschen. Wo sind denn die Kirschen? Wenn ich jetzt Kirschen ernte, dann sammeln, sind das auch schon wieder 100. Zitronen bin ich bald dran. Genauso wie mit Vanille. Das müsste ich wirklich wieder so eine ordentliche Runde einmal durchgehen, damit ich dann hier so schöne viele Sachen sammeln kann. Aber jetzt werde ich erstmal offline gehen, abspeichern. Und wir sehen uns dann in der abspeichern, in der nächsten Folge. Abspeichern? Abspeichern. Das will nicht. Geht doch. Und in der übernächsten Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.